Da sind wir mal wieder. Hi Fans! Willkommen an diesem ganz entspannten Sonntagnachmittag. Ich mache mein Mikro noch ein bisschen so beiseite, so, dass ihr mich besser seht. So, und zwar, wir haben die Einführung abgeschlossen. Und wahrscheinlich schon, wie es schon 100 Mal jetzt auf YouTube hochgeladen ist, würde ich jetzt mal die Kampagne beginnen, dass wir am Ende mal unser eigenes Fazit sehen können, wie es denn jetzt eigentlich um dieses Spiel bestellt ist. So, das heißt, ich weiß, jetzt kommt gleich ein kleiner Ding. Das heißt, ich mache mich mal kurz weg und dann beginnen wir die Kampagne. Das Königreich Illes ist Opfer einer Verschwörung. Das Militär hat den König gefangen genommen und den Rat entmachtet, um das Land vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. Während Soldaten im ganzen Land die letzten aufrechten Stadtwachen überwältigen, wurde eine Hauptstreitmacht gesichtet, die geradewegs auf das Kapitol und den Hafen zuhält. Doch im Schutz von Rauch, Chaos und Zerstörung schickt sich eine kleine Gruppe treuer Bürger an, so viele Zivilisten wie möglich zu retten und mit dem letzten Schiff zu unbekannten, aber sichereren Ufern aufzubrechen. Wir kommen als die letzten freien Gesandten nach Illes. Der Gildenmeister hat uns gebeten, so viele Leute wie möglich zu retten. Okay. Die Armee ist in Illes gelandet. Unserer Heimat. Alle warten auf eine Entscheidung der Gesandten. Die Reise beginnt mit der Suche nach dem Gildemeister. So. Sichert die Gefängniszellen. Okay. Da oben wird gekämpft. Wir halten zusammen. Gibt's Befehle? Okay. Ich soll wohl anscheinend die hier kaputt machen. Also das Spiel scheint schon mal ein bisschen verwirrend am Anfang. Da gibt es nochmal zusätzlich Ding, sichert das Gildehaus und sprecht mit dem Gildemeister. Mir tut alles weh. Also finde ich jetzt immer noch ein bisschen komisch, dass das nicht Gildenmeister heißt, aber okay. Immer nach dem Weg. Okay, die Map ist schon mal riesig. Hier wird überall gekämpft. Alle machen alles kaputt. Die Gesandten. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Es gibt viel zu tun. Meine Gilde hat ein Lager am Hafen aufgeschlagen, doch mir wurde der Weg abgeschnitten. Wir müssen so viele Leute wie möglich in Sicherheit bringen. Ein Schiff steht bereit, aber wir benötigen unbedingt die Kartografin. Nehmt euch ein paar meiner Männer mit und kontrolliert ihr Haus. Okay, also rennen wir jetzt zum Action Objective. Ich brauche eine Pause. Also... Da ist nochmal so ein Ding, da ist unser Ziel wahrscheinlich. Aus der Kartografin, okay. Sind nur ein paar blaue Flecken. So war das eigentlich. Ne, das sind Angriffstürme, das sind die mit der Heilung. So, da kriegen wir auch nochmal ein paar Männer raus. Wo ist die Druiden? So, für 23 Sekunden verteidigen. Ach so, natürlich. Natürlich. Kann man das so machen? Oh, das sind Arbalestschützen, okay. Hm.
Die Pflicht ruft. War nur eine Angriffswelle, okay. Ich habe mich unter dem Bett versteckt, als die Soldaten mein Haus anzündeten. Ich habe es gerade so herausgeschafft. Ich konnte nur diese Karten retten und bin geflohen, als sie fort waren. Alles, was ich sonst besaß, verbrennt gerade da drüben. Schnell weg! Vielleicht kommen sie wieder zurück. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Verdammt, das war der falsche Knopf. So. Also Storytelling-mäßig ist das Ganze jetzt hier noch nicht so das, was ich mir Ding. Weiß nicht, ich glaube, ich mache mich nochmal kurz weg hier, weil so viele Cutscenes, wie wir jetzt das hier kriegen. Ich bin unterwegs. Vorsicht, Lieferung! Endlich. Ich dachte schon, wir hätten euch verloren. Die Soldaten haben bereits einige Ratsmitglieder gefasst. Das ist Irrsinn. Ich wäre nicht hier, hätte es die Gesandten nicht gegeben. Also, was sollen wir jetzt tun? Das Schiff ist eingetroffen und meine Leute machen alles bereit zum Ablegen. Uns bleibt wenig Zeit, aber ohne Ration werden wir nicht weit kommen. In Joriks Bäckerei sollte es doch Vorräte geben. Holen wir uns so viel wir können und bringen alles aufs Schiff. Das überlasse ich euch. Ich sorge inzwischen dafür, dass es auch genügend Platz für all die Leute gibt. Ich warte hier auf euch, aber kommt nicht zu spät. So, sprecht mit den Ingenieuren in der Nähe des vorläufigen Hauptquartiers. Es ist wunderbar. Ja, das sind die hier. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Ich muss die Augen offen halten. Schickt Ingenieure zu Joriks Bäckerei und sucht dort nach Lebensmitteln. Holt das Brot in Joriks Bäckerei. Ja, hier ist es. Die hier. Nur harte Arbeit zählt. Ich gehe es ruhig an. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen. Ich könnte mehr tragen. Ah, warte mal, muss ich die hier suchen lassen? Fällt ein Bergbaugebiet aus. Diese Bäckerei hat die Menschen jahrzehntelang mit hervorragendem Brot versorgt. Ich kenne die Familie gut. Mein Vater war eng mit ihnen befreundet. Nun mussten sie alles zurücklassen. Wenn die Soldaten hier ankommen, werden sie alles zerstören oder niederbrennen. Es muss schrecklich sein, sein Lebenswerk nicht retten zu können. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Liefert Waren ins Lagerhaus. Okay, jetzt haben wir hier, wie wir ja in der Übung gelernt haben, hier die... Der Rat verlangt nach eurer Anwesenheit. Das hier? Oh. Sehr gut. Das sollte ausreichend Nahrung sein. Doch nun müssen wir den Hafen und das Schiff sichern, bis wir bereit zum Ablegen sind. Die meisten Familien sitzen bereits im Frachtraum. Wir können nicht mehr warten. Das müssen wir aber. Bitte. Nur noch etwas länger. Auch in diesem Moment kommen noch mehr Leute an. Wir müssen aufbrechen. Sie versperren uns jetzt schon den Weg. Wenn wir nicht sofort zum Schiff gehen, werden wir es hier nicht mehr wegschaffen. Ich flehe euch an. Bitte. Es tut mir leid. Los, zum Schiff. Also die Cutscenes sind zwar irgendwie super hübsch gemacht, aber... Also vom Storytelling her relativ lieblos, würde ich sagen. Habt ihr den Gildemeister gesehen? So, jetzt müssen wir quasi hier verteidigen. Das heißt, wir stellen unsere Truppen daher. Fundort verfügbar. Das Schiff ist noch nicht bereit. Alle müssen auf das Schiff, um zu fliehen. Ah. Da oben stehen was weiß ich wie viele Soldaten rum. Warum auch immer dieser Bereich irgendwie aufgedeckt ist. Aha.
Ob wir jemals unsere Vorfahren finden? Warte auf Befehle. Verteidige die Heimatstadt, bis das Schiff zum Ablegen bereit ist. Also. Oh, da sind noch mehr Leute. Alles drauf. Ich bin bereit. Jo, wie viele kommen da noch raus? Lol, wo kommen jetzt die Zauber her? Wir sind bereit. Gibt's Befehle? Warum kommen da bitte schön aus dem Nichts nochmal einfach mal 50 Armbrustschütze daher? So, die Ingenieure tragen immer noch Brot, oder? Ja. Aber grafisch finde ich das schon nice hier. Der Sieg ist unser. Okay, wow, ich habe 75 Erfahrungspunkte bekommen. Armee der Elari hat 3000 Punkte Stand. Okay. Neuer Siedler, ja, okay, alles klar. Ja. War es das jetzt schon? Ich habe Angst, wenn ich jetzt auf Weiter klicke, dass ich gleich in der nächsten Mission lande. Und deswegen mache ich hier kurz einen Cut.